vorbei. Die Fledermaus ist gegessen. Als Beilage Kartoffelbrei. Die Alten und Jungen sind mein Begier. Sie alle sterben wie ein Rodeostier. Ich verbreite mich schneller als Klatsch und Tratsch. Atemmasken sind von Arsch! Von Mensch zu Mensch verbreite ich mich, wie die Hässlichkeit in deinem Gesicht. In Wuhan angefangen, jetzt Mr. Worldwide. Ich bin der Gefährlichste, weit und breit. Darüber gibt es keinen Streit. Die Leute sind so dumm. Durch mich schweigen alle anderen Viren stumm. Ich bin die Nummer 1 in allen Nachrichten. Wegen mir müssen Lehrer online unterrichten. Es gibt nur einen, der ist mir eine Gefahr. Donald J. Trump mit seinem Boulevard. Er weiß, woran ich verrecke. Den Körper mit Desinfektionsmittel füllen. Und zwar bis in die letzte Ecke. Im Frühjahr 2020 tobt ein Krieg auf der ganzen Welt. Ein Krieg gegen einen Virus. Mutter Corona, MC, eBay-Händlerin, fliegende Flohmarkthändlerin, hat alle Mühe, ihre Kinder durchzubringen. Zunächst hat sie von dem geplanten Lockdown noch nichts mitbekommen. Wer hat dir geraten, Mundschutz auf Menge zu kaufen? Dieser ganze Coronavirus ist eh Mist, alles Fake News. Lass mich meine Geschäfte mit Mutter Corona machen und fuck mich nicht, ja. Du hast mir versichert, dass der Virus boomen wird. Du hast mir großen Gewinn versprochen. Wie bekomme ich denn jetzt den ganzen Kram hier verkauft? Ich brauche meine Patte. Ja, dann los, bevor niemand mehr was haben will. Beste Ware, bist du beste Ware. Habe einen Franchise-Preis für Sie. 1 für 6 Euro. Hey, Moment mal, auf dem Preisschild steht doch 3 Euro. Sie wollen mich übers Ohr hauen. Gut, dann mache ich Ihnen ein anderes Angebot. 2 zu Preis von 3. Hier. Beste Ware, beste Ware. Hier, beste Qualität, feinste Seide für 500 Euro. Das ist doch keine Seide. Für diese Qualität könnte ich das Doppelte verlangen. Naja, kann man preislich noch was machen? Ja klar, 600. Hör mal auf zu lachen. Ich höre da was. Hör doch mal genauer hin. Das ist doch mein Sohn Eilif. Wer ist dieser Typ bei ihm? Das ist der größte Drogenbaron in dieser Stadt. Jetzt sei leise, ich will hören, was sie sagen. Eilif, ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe auch gehört, dass du 3 Typen umgelegt hast. Erzähl mir davon. Diese 3 Typen wollten Stoff, aber sie wollten nicht bezahlen. Als sie mich dann bedroht haben, mussten sie halt mit ihrem Leben bezahlen. Guter Junge, ich gebe dir dieses Mal das richtig gute Zeug. Heute sogar 10 Euro billiger. Nix mehr mit falschen Drugs. Du verkaufst jetzt das Richtige, okay? Einmaliges Angebot. Hätte direkt ein paar Kunden für dich. Die wollen das Doppelte bezahlen. Die sind leer, sie brauchen mehr. Na warte, Eilif. Das gibt was. Mama, ich möchte heute Schokomuffins backen. Ja, kannst du gerne machen. Wir haben aber keine Zutaten dafür. Ja, dann mach dich jetzt fertig und dann kannst du sie besorgen gehen. Mama, könntest du bitte die für mich besorgen? Hab Angst, mich mit Covid-19 anzustecken. Ich hab selbst keinen Bock, mich mit Corona anzustecken. Lass sie am besten zusammen besorgen. Okay, können wir machen. Warum sind die Straßen eigentlich so leer? Ach, mir egal, was mit der Welt los ist. Schau mal da, da hinten beim Supermarkt, da sind ja Massen. Ist mir auch aufgefallen. Chantal, schau mal eben schnell auf dein Handy, so Nachrichten oder so. Uff, Mama, du und deine scheiß Nachrichten immer. Sei mal nicht so frech, sonst bekommst du Telek ab. Mach mal lauter. Okay, Morik. Guten Tag, meine Damen und Herren. Uns erreicht soeben die Einmeldung, dass die Bundesregierung ab morgen eine Kontaktsperre verfügt hat. Dies heißt, für Sie nur noch 2 Personen aus verschiedenen Haushalten dürfen zusammen unterwegs sein. Dabei ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Die Bundesregierung warnt davor, sich Klopapier zu spritzen und Desinfektionsmittel zu hamstern. Entschuldigen Sie bitte. Die Bundesregierung warnt davor, Klopapier zu hamstern und Desinfektionsmittel zu spritzen. Jetzt nach Frankfurt zu den Börsen. Wegen der Corona-Krise ist der DAX im Tieffall. Was zum... Okay, nee, das tut sich keiner an. Hast du mich eben angehustet? Du scheiß Bazillenschleuder, ihr seid doch alle gleich. Haltet euch fern von mir. Ich hab mich doch nur verschluckt. Halt den Rand, bevor du noch mehr Viren auf uns absetzt. Meine Fresse ist ja gut. Komm runter von deinem Trip. Und man hört aus jeder Ecke nur noch Corona, Morona, Pipapo.
Was geht denn hier ab? Irgend so ein Typ, der hier um die Ecke wohnt, hat Corona und jetzt brechen alle in Panik aus und laufen nur noch mit Mundschutz rum und machen Hamsterkäufe. Und wie konnte das jetzt so schlimm werden? Die haben alle das gleiche Röhrchen zum Ziehen benutzt und haben sich gegenseitig angesteckt. Und jetzt, ein paar Tage später, flippen alle aus und es ist totales Chaos. In den Läden bekommt man nichts mehr. Selbst mein Tetrapack Sangria-Wein aus dem Penny ist ausverkauft. Du ahnst nicht, wie viele Leute aus dem Dorf jetzt alles für Mundschutz und Desinfektionsmittel machen würden. So schlecht ist es doch gar nicht. Jetzt kann ich endlich Patte machen. Deine Patte kannst du dem ganzen Scheiß momentan ganz bestimmt machen. Mehr als das Doppelte kannst du dafür verlangen. Die Menschen sind so blind vor Angst und Panik, dass sie wirklich alles für den Scheiß machen würden, außer mal zu Hause bleiben. Danke für deine Auskunft. Chantal, lass so schnell wie möglich alles kaufen gehen. Das geht doch nicht. Ich mach das doch auch nur für dich. Achte mal lieber auf deine Wortwahl und beweg dein Arsch. Das ist ja schon gut. Stellt euch gefälligst hinten an! Hinten anstellen, Mann! Moruk, hinten anstellen! Hinten anstellen! Hinten anstellen! Gott, ey! Hier, halt meine Jacke, ich geh da jetzt rein in die Tunnel. Entschuldigung, finde ich das Klopapier? Das Klopapier, das finden Sie hier. Das Klopapier, das Klopapier, es braucht kein Schnaps in mir. Warum sagst du, es füllt die Blase? Hast du eine Ahnung, kleine Nase? Ich habe 2 Kinder und eine Frau zu Hause. Ich brauche Klopapier und Nudeln. Ich habe 4 Kinder, eine Frau und meine Eltern bei mir zu Hause. Ich benötige das alles viel mehr. Oha, für was brauchst du das ganze Klopapier? Gib mir mal was ab. Ach du Speck, sag mal, geht's noch? Für was brauchst du das ganze Klopapier? Gib's mir ab! Hey, was? Mal ein paar Leinen for free auf Ehrenbasis. Ich habe Leute, die ich fesseln muss. Ich habe 4 Kinder. Scheiße. Hallo Mama, unser Bunker ist voll. Ich habe ebenfalls noch ein Klopapier und 100 Kilo Mehl, Zucker, Nudeln, Desinfektionsmittel, Tomatenmark, geschälte Tomaten, gehackte Tomaten und andere Konservendosen ergattern können. Ja, dann kann das Verticken ja jetzt beginnen, oder? Das ist der lang ersehnte Weckruf. Er ist von Hamsterkäufen geleitet, der Mensch, der die Atemmaske erschuf. Und Test, die eins Hoffnung bereitet, alles so schlimm, er ist so depressiv. Der Mensch, der mit 30 Pack Mehl aus dem Aldi lief. Rücksichtslos, ohne Verstand, ohne Kopf, steuert die Körper zum nächstbesten Shop. Schulden bei der Bank, der DAX bricht ein, doch wer kriegt es in seinen Kopf hinein? Reiche lernen jetzt, wie es ist, Angst zu ertragen. Aber nicht wie die in Syrien, mit leeren Magen. Sie können noch gemütlich ihren Mundschutz tragen und sich über ihr schlechtes Leben beklagen. Die Vorratskammer voll, die Wohnung geheizt und dennoch sind alle ständig gereizt. Das Virus ist nur ein letzter Weckruf. Das wahre Problem steckt genau hier. Unser Ego ist das, was die Krise erschuf. Und wir müssen uns ändern. Wir, wir, wir. AMC, meine Olle ist an diesem Corona gestorben. Mein Beileid. Nee, eigentlich ganz super. Ihr Haus in der Schweiz gehört jetzt mir. Lass mal eine Corona-Party da feiern. Oh, Baba-Idee! Aber ich muss weg auf eine andere Corona-Party. Ich wäre so ungefähr um 2-3 Uhr wieder zu Hause. Sag mal, spinnst du? Willst du mich hops nehmen, du Semmel? Ach, gut, da bin ich eben schon um 1 Uhr zu Hause. Wir müssen noch mit ein paar Kollegen was klären, ja? Halt dich ja fern von Schlägereien. Ich will deinen Namen nicht bei den Todesanzeigen in der Zeitung sehen. In der Vermisstenanzeige vielleicht. Ist gut, bis dann. Klappe, Chantal! Was meinst du? Kommst du mit zu meiner Quarantäneparty? Ich kläre das mit Katrin, ja? Nee, MC. Die kannst du nicht mitnehmen. Die hat bestimmt schon Corona. Chill mal deine Nuggets, Katrin. Wir gehen nicht in dieses Corona-Haus von den Eulen da. Vielleicht finden wir noch einen anderen Weg, was zu verticken. Ich finde, du solltest mitkommen. Ich habe auch keinen Bock mehr auf das alles hier. Wir sind trotz allem absolut broke. Wir haben nicht mal Geld fürs Tanken. Erst Party, dann in die Schweiz. Dort sind nicht so viele Snitches und dort bekommt man Klopapier. Das verkaufe ich dann einfach hier fürs Zehnfache. Rayo, diese Idee ist absolut wild. Ich komme mit. Warte, ich gebe Katrin kurz Bescheid. Katrin! Jo, Katrin, der Koch hat eine Baba-Geschäftsidee. Wir fahren nach Schweiz, kaufen dort jede Menge Klopapier und verticken das hier. Du kommst mit, okay? Denkst du ernsthaft, Katrin fängt jetzt an zu reden? Egal, steig ein, Jalla. Wir nehmen jetzt dieses Klopapier-Business komplett auseinander. Nee, warte, Katrin, ich muss noch kurz mit deiner Mutter was alleine klären.
Also bevor wir weiter Kram zum Verticken besorgen, müssen wir Katrin loswerden. Die ist ein Dorn im Auge. Was? Meinst du das ernst? Siehst du aus, als würde ich Witze machen? Du kleiner Bastard, niemals lass es sie alleine. Halt's Maul, vergiss es und verpiss dich. Yo, voll die Baba-Idee, ey. Du musst deine Schulden begleichen, wie abgemacht, für Peace 3500. Ansonsten werde ich deinen Clan zerstören und mir neue Partner suchen. Wie abgemacht. Immer muss ich meine Kinder retten. Ich habe doch gesagt, du sollst keinen Stress machen. Du bist schon auf Bewährung. Polizei ist überall. Jetzt hilf mir wenigstens, die Leiche wegzuräumen. Morgen sagst du mir, was du aus deinem Leben machen willst, sonst schmeiß ich dich raus. Ey, yo, ich bin Aleph. Du machst mir keine Probleme, ich mach dir keine Probleme, ich bin nur wegen meiner Mutter hier. Wenn du nur wegen deiner Mutter hier bist, ist das völlig in Ordnung. Trotzdem wirst du mit mir reden, denn das ist mein Job als Therapeutin. Und ich mach dein Ding nicht mit, sondern du machst mein nicht mit. Das für meine Mutter 2.0. Ich möchte dir und deiner Mutter doch nur helfen. Ich brauch deine Hilfe nicht und das wird meine Meinung nicht ändern. Sei doch mal bitte offen zu mir. Können Sie klicken. Und tschüss. Wo zum Teufel warst du? Bei dieser dämlichen Therapeutin. Lüg mich nicht an, sie hat mir erzählt, dass du mitten in der Sitzung abgehauen bist. Ja, das war so nervig, das konnte ich mir nicht länger antun. Du wirst nochmal zu ihr gehen und dich bei ihr entschuldigen. Das kannst du sowas von knicken. Oh doch, das wirst du. Denn sonst bekommst du für einen Monat Handyverbot und Hausarrest. Ich bin erwachsen, das kannst du nicht bringen. Mir egal, du lebst unter meinem Dach, also befolgst du meine Regeln. Gut, dann zieh ich aus. Ach ja, und wohin? Ich gehe zum Militär. Es macht mir eh Spaß, einen nach dem anderen abzuschlachten und für mein Land zu kämpfen. Dann gibt es weniger von den Unruhestiftern. Spinnst du? Ich lasse doch nicht meinen Sohn als Kanonenfutter benutzen. Was wäre ich denn für eine Mutter, wenn ich das zulassen würde? Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, was mit deinem Vater passiert ist? Willst du, dass ich das noch einmal durchmache? Doch besser, Rapper. Ja, auf dieser Welt leben viele im Zelt elend. Doch der Feldwebel stirbt, wenn ich mit dem Geld wedel. Oh Gott, nein, mein Junge. Siehste, die beim Militär, da haben da jetzt sogar ein Drohnenprogramm. Ich bin doch richtig gut in Videospielen. Außerdem bin ich über 19 Jahre alt. Und du kannst mir gar nichts. Mir passiert doch eh nichts, denn ich steuere nur eine Drohne und bin nicht im Kriegsgebiet, sondern in irgendeinem Bunker. Aber was ist mit deiner Psyche? Denn du gibst der Drohne den Befehl, Menschen zu töten. Daran wirst du zugrunde gehen. Dann komme ich schon klar. Punkt. Dafür brauche ich nicht dein Rat. Mein junger Bratan, wenn du zum Militär gehst, fliegst du dann aus dem Haus raus. Ich werde dann deine Sachen packen und sie vor die Tür stellen. Krieg ist ein Business. Unfair und hart. Wenn du noch nicht tot bist, dann zähle und wart. Egal wie schlau du zu glauben scheinst, bald kommt es dazu, dass du jede Nacht weinst. Und scheint der Krieg endlich fort, dann zieht er nur noch an einen anderen Ort. Und übrig bleibt Elend, Hass und Leid. Glaube nicht, sie wüssten nächstes Mal Bescheid. Aber warum seid ihr denn gemein zu mir? Du sagst doch immer, ich soll was aus meinem Leben machen. Nicht zu vergessen, da verdient man ordentlich Patte. Trotzdem, die wollen dich am Ende doch nur als Futter für irgendwelche Kriege. Jetzt bei Corona nicht, aber gleich danach geht es wieder los. Von wegen bei Corona nicht. Deswegen ja die Drohnen, da kann man sich nicht beim Feind anstecken. Außerdem ist das viel hygienischer. Ich habe mich schon entschlossen. Und ich ziehe einfach zu einem Freund. Da kannst du mich mal an die Füße fassen. Was denkt sie sich eigentlich, wer sie ist? Warum will sie mir verbieten, zum Militär zu gehen? Ich sehe doch gar kein Blut. Und außerdem bin ich Platz 15 in R6. Das war sauschwer zu erreichen. Okay.
Ich hab Corona. Kadett, antreten! Sofort! Und mach deinen Rücken gerade! Guck dich doch mal an, du Depp! Du bist jetzt beim Militär. Frau und Kinder siehst du nimmer mehr. Nur mit Glück schaffst du deine Rückkehr. Verstehst du das? Oder du bleibst hier und putzt mit dem Besenspeer. Sir, ja, Sir. Ey, mach mich nicht so low. Ich dachte, das hier wird wie bei CSGO. Bis die Baller, bis die Drohne fliegen, dabei gemütlich rumliegen. Wenn du so denkst, wirst du als Soldat nicht reif. Und dein Glied da unten, der kleine Lümmel da, der wird nie steif. Die Leute, die wir töten, sind der letzte Dreck und kämpfen um Öl, jeden letzten Fleck. Ich dachte, das mit dem Fummeln kommt erst in der Kajüte. Und was ist mit dem Verhüten? Genug! Hast du Lust, mit mir zusammen alle Kriege zu beenden? Zu unseren Gunsten. Voll die Baba-Idee. Morgen um 8 Uhr im Biolabor. Muss los, Bruder. Man sieht sich. Also keinen leichten Weg, wie ich Ihnen das sagen kann. Mutter Corona, es tut mir leid, aber ich habe eben Ihren Sohn tot aufgefunden. Wie? Tot? Er sah vorher noch so aus wie immer, hat doch so gesprochen. Woran? Ich weiß es nicht. Es tut mir doch leid. Aber ich muss nach Hause selber erstmal alles verarbeiten. Hä? Soll ich dich auch noch bedanken, dass du Bescheid gesagt hast? Das war das Mindeste, was ich tun konnte. Hier, so eine Dienstwaffe, dann können Sie sich gleich selber erschießen. Tschüss. Hoffentlich merkt niemand, dass er an einem Virus gestorben ist, den wir zusammen aus Covid-19 entwickelt haben. Covid-20. Endlich habe ich dich, Mutter Corona, in meiner Gewalt! Mit deiner Karriere ist Schluss. Du wirst bald leben, und zwar im Wald. Ich hefte mich an dein Geld, und dann ist es nichts mehr wert. Deine Kunden werden durch den Virus verzehrt. Ich werde von Medien verehrt. In ein paar Jahren bist du Elender und verjährt. Ich krieche in deine Lungen und zerstöre sie. Ich bin nicht umsonst eine Pandemie. Eine mickrige Verzauung einer Frau wie du mache ich nieder. Dann sieht man dich nie wieder. Du kannst mir gar nichts. Ich trage eine Maske und finde alles über dich heraus. Mit einem Druck einer Tasse. Mein Geschäft befolgt alle Maßnahmen. Ich zocke sie ab, die Herren und Damen. Jetzt ist auch noch Eilif tot. Ach Gott, du Arme. Was habe ich nur falsch gemacht? Warum mache ich nur so viel falsch in der Erziehung? Schrecklich. Aber es muss weitergehen. Hab was gefunden, was mich ablenkt. Was meinst du damit? Kennst du meinen YouTube-Kanal noch nicht? Ich lade täglich Videos hoch, wie ich andere pranke. Guck mal dorthin, wink mal zur Kamera. Oh, die heutige Generation macht mich krank. Das war's mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte like mein Video und das Abonnieren nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Antreten! Au! So unfassbar!